Ja, richtig verregnet startet jetzt unser neuer Part. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Puck und Schwarze Edition. Ja, im letzten Part sind wir jetzt endlich in Maria City angekommen. Und jetzt geht es nun, wie gesagt, wir haben uns natürlich Turner getroffen, den Arenaleiter. Leider können wir ihn noch nicht herausfordern. Das heißt, wir müssen jetzt zum Team Plasma zu beseitigen. Hier in der im Tiefkühlcontainer-Bereich. Zum Tiefkühlcontainer gelangt man durch die Lücke zwischen dem Zaun und diesem Container hier. Okay. Das hier, das ist der Tiefkühlcontainer. Da drin findest du eure Arbeiter mit ihren Pokémon. Und da ist Jerry noch sogar, kommt schon noch rüber. Red, meinst du wirklich, dass die Typen von Team Plasma da drin sind? Kälte ist ja echt nicht mein Ding, aber es hilft wohl nichts. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Nervig. Na klar, dann lass uns reingehen. Habe ich jetzt meine Pokémon geheilt? Das ist jetzt nur ein Rätsel. Wie dem auch sei. Mich beschäftigt irgendwie immer noch, was der Champ gesagt hat. Gibt es für Trainer etwas Wichtigeres, als stark zu sein? Ach, ich kann darüber nachdenken, so viel ich will. Ich verstehe es einfach nicht. Es nervt. Aber wir sollten uns echt mal darin umsehen. So, habe ich jetzt meine Pokémon geheilt? Ja, tatsächlich. Nur bloß keinen Fehler machen. Ich weiß, ich habe jetzt noch keine Pokémon geheilt. Also ich meinte trainiert. Du kannst dir gerne ein bisschen rumtollen, aber sei bitte vorsichtig. Der Boden ist in manchen Stellen gefroren. Es ist also ziemlich glatt. Ja, das ist mir schon klar. Hier ist noch ein Netzball. Bitterkalt. So, ich muss jetzt mal genau überlegen, wie gehen wir darüber. Ich will dann mal das Item noch holen, Moment. So. Da haben wir schon. Siedewasser. Ich glaube, das kann wahrscheinlich einer meiner Pokémon noch erlernen, wer weiß. Ich schau mal kurz nach. Siedewasser. Heizt ein Ziel mit einem schallziehenden Hochwasser ein, dieses erleidet eventuell Verbringungen. Okay. Mal sehen, ob es wirklich bringt, weil wir brauchen die Attacke auch. Oh nein, keiner meiner Pokémon kann es erlernen. Das heißt, ich brauche ein Wasser-Pokémon, um dann gegen Turner anzutreten zu können. Aber das wird jetzt ein bisschen länger dauern, Leute. Wenn es kalt wird, ziehe ich dich warm an. Das sagt man... Uns der gesunde Menschenverstand. Das stimmt. Der gesunde Menschenverstand sagt immer, man muss sich warm anziehen, wenn es kälter wird. So. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt weniger Parts jetzt von Pokémon Schwarze Edition hochgeladen. Da ich jetzt eher weniger Fortschritte mache. Aber wenn ihr wisst, wie ihr wisst, ich möchte jetzt unbedingt dann später dann das Let's Play von Metroid Fusion noch zu Ende bringen. Ja, ich habe jetzt gerade vorproduziert bis zum Ende, bis zum Finale, also... Ihr könnt schon damit rechnen, dass es dann wahrscheinlich irgendwann im April fertig sein wird, noch am Anfang April. Und dann... Mal sehen. Jetzt habe ich jetzt einen neuen Upload-Plan, ihr wisst schon selbst, was jetzt abgeht. Dass jetzt ab 8 Uhr und 19 Uhr jetzt Let's Plays kommen werden, Montag bis Freitag. Samstag ist dann nur 9 Uhr. Damit ihr es nicht vergisst. Denn ich glaube, am Wochenende ist ja höchstens immer nur Animal Crossing Wochenende und ist ja logisch. Praktibalk. Soll ich mal wechseln ein Pokémon? Mit wem eigentlich? Navitaub. Ich weiß, Navitaub habe ich jetzt ziemlich niedrigen Level. Ich glaube, fast jedes Pokémon ist im niedrigen Level. Ihr seht es wahrscheinlich nicht, aber... Jetzt seht ihr, ich sehe schon, ich bin ein bisschen niedrig gelevelt, aber... Keine Sorge, das wird schon bald wieder vergehen. Fußkick, shit. Ah, Volltreffer auch noch, ein Critical Hit. Oh, Gott sei Dank können wir es noch besiegen in Leichtigkeit. Sich zum Game machen abzurackern ist wohl auch der Eigenart, die uns für die gesunde Menschheit... Herzverstand zu gehen. Ich
Also nicht überstehen, weil der Text immer so schnell weggeht. Mann! Genauso wie bei Schwert und Schild. Die haben sicherlich von Schwert und Schild das abgelesen, dass ein bisschen der Text schneller geht, damit man das Spiel schneller zu Ende hat. Was macht ein munteres Kind wie du in einem eisigkalten Ort wie diesem? Wie wäre es mit einem Pokémon-Kampf, um dich ein wenig aufzuwärmen? Wäre sehr nett. So. Jetzt kommt Isaac. Mit K. Mit C. So. Oh Mann, ich starte jetzt gerade mit einem nachteiligen Pokémon. Ach, ich. Ich weiß es ja gar nicht. Ich habe gedacht, die haben nur lauter Eis-Pokémon und so weiter. Aber das ist mir echt eine echt totale Fehlanzeige. Von mir. Aber trotzdem Volltreffer. Dreimal Volltreffer. What the hell? Was geht denn hier ab? So, mach die Walk. Brandstempel. Es ist also brandgestempelt, mach die Walk. Es ist besser, ich tue Verkokel jetzt noch richtig stark hochleveln. Weil ich möchte es schon unbedingt, dass es in der dritten Entwicklung ist, aber bis das soweit ist, dauert es noch eine weitere Zeit. So, hier, dann hier, hier und so. So einfach geht das. Dann gehen wir jetzt noch weiter oben. Da kann ich auch eine neue Attacke reintun mit meinen Pokémon. Ich weiß nicht was. Voltwechsel ist schalt ja auch. Heimzahlung. Anwender rechts einem besiegten Mitstreiter. Wurde in der Vorrunde ein Mitstreiter besiegt, steigt die Kraft. Aha. Ich weiß nicht. Ich lasse es lieber so wie es ist. Ich würde wirklich Kraftschub für Verkokel nehmen, aber ich möchte einfach nicht, dass ich Nitroladung wegtue, weil Nitroladung ist irgendwie der Schlüssel zum Erfolg, weil mit hoher Initiative hat man auch einen Vorteil, also auch mit anderen Statuswerten. Also alle Statuswerte sind wichtig in einem Pokémon. So, Strepoli lebt eben immer noch. Ein Stückchen von meiner Schadnerbombe genießen. So. Und ja, Leute, ihr wisst schon, ich habe jetzt dann neue Projekte noch am Laufen, also das heißt später. Also ich werde dann nach Metroid Fusion jetzt nur noch an Pokémon Schwarze Edition und Animal Crossing fokussieren. Denn ich glaube, es ist besser, ich werde jetzt nur zwei Projekte jetzt nur noch machen, statt drei. Und dann nach Pokémon Schwarze Edition geht es dann mit Retter Team DX dann erst los. Ich glaube erst im Mai. Falls es möglich ist. Ansonsten mache ich dann mehr Parts dann mit Pokémon Schwarze Edition. Das ist ja auch logisch. Also wie gesagt, Montag bis Freitag gibt es 8 bis 19 Uhr. 8 und 19 Uhr. 8 und 19 Uhr Let's Plays. Und am Samstag, Sonntag geht so ab 8 Uhr Let's Plays. Also nicht vergessen, am 9 Uhr Let's Plays, nicht 8 Uhr, 9 Uhr, was rede ich denn da? 9 Uhr haben wir dann das Let's Play dann am Wochenende, also einmal am Tag, am Wochenende. Damit ich jetzt ein bisschen mehr, ein Tag, restliche Zeit bin ich dann wahrscheinlich bei meinen Eltern und am Abend durch immer vorproduzieren, so will ich das jetzt machen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich jetzt ein bisschen, an das Let's Play, an die Vorproduktion trotzdem dennoch jetzt durchziehe mit Pokémon Schwarze Edition. Mit Animal Crossing mache ich jetzt im selben Tag danach, aber ich weiß, ich habe jetzt so viele Parts jetzt schon vom Vortag produziert, also braucht ihr nicht darum wundern, warum es steht da jetzt 25. März oder 6. März, whatever. Naja, 6. März gibt es ja doch nicht, aber da war das Spiel auch jetzt noch nicht veröffentlicht, glaube ich. Ja, 6. März doch. Blödsinn. Na gut. Aber so wie es aussieht, sind wir schon gleich am Ende dieses Häuschens, wie es aussieht. Lass uns kämpfen. Na klar, lass uns kämpfen, mein Lieber. Und
Was jetzt als nächstes kommen wird, ich habe mal nachgedacht, vielleicht werde ich dann statt Nintendo Let's Plays dann später auch mal ein paar PC Let's Plays durchziehen. Ich weiß nicht, vielleicht Shooter Let's Plays, falls ihr Interesse habt. Ich weiß, es gibt jetzt auch schon jetzt das Spiel One Piece Pirate Warriors 4, habe ich jetzt noch nicht erhalten, kommt aber leider erst später dann. Also nächste Woche gehe ich dann wahrscheinlich sowieso noch einkaufen, also das heißt ab Montag schon, oder nächsten Tag wahrscheinlich gehe ich dann einkaufen und dann mal sehen, ob ich dann One Piece Pirate Warriors 4 hole. Ob ich das als Let's Play machen werde, ist noch eine Frage der Zeit. Manche Leute wollen ja ein Let's Play von mir sehen, manche wollen antworten ja fast gar nicht auf meinen Twitter. Ich weiß ja selbst, in Twitter bin ich ja jetzt irgendwie sehr, sehr unbekannt. Aber es ist schon unfassbar, dass jetzt nach fast einem Jahr haben sie mich jetzt 200 Leute gefollowt, oder über 200 Followers habe ich schon. Und da zeigt man, sieht man auch schon, wie stark starken Support die deutsche Let's Play Community, die Gaming Community, für mich gibt. Obwohl ich neu bin in dieser Gruppe, sagen wir mal so. Und ich bin auch ein kleiner YouTuber, wie alle anderen auch. Und hier ist der Container, wo wir gehen mussten. Okay. Was meinst du? Ist da drin jemand? Ja. Dann wollen wir mal. So, dann nehmen wir jetzt mal schnell mal unsere Pokémon heilen. Überraschenderweise haben wir jetzt nur noch unter 15 Minuten gebraucht. Naja. Vielleicht würde ich dann noch extra noch trainieren. Aber ich glaube, das werde ich jetzt dann offscreen machen. Für den Arena-Kampf. Na gut, dann lass uns jetzt mal schön gemütlich reingehen. Und dann mal endlich mal die Team Plasma-Fuzis richtig mal rausklotzen. Ich will mal Vegeta einsetzen. Denn ich habe Ferkogel schon genug trainiert. Scheiße, ey. So. Ihr da. Schaut euch näher um mich. Ich ertrage diese Kälte nicht mehr. Sieh an. Ihr hattet euch also tatsächlich hier drin versteckt. Wenn euch übrigens wirklich so kalt ist, dann kann ich euch draußen führen. Wenn ich keine Lust dazu habe. Die Pokémon-Freunde unseres Königs befinden sich hier in unserem Gewahrsam. Wir dürfen auf keinen Fall riskieren, dass sie verletzt werden. Los, Team Plasma, vertreibt die Eindringlinge! Der Wunsch ist uns Befehl, großer Weiser. Ihr da, ihr Rotznasen, ihr werdet gegen uns kämpfen müssen. Ach du Scheiße, die ganze Armee. Wait, ich würde sagen, wir machen halbe-halbe. Jeder von uns übernimmt die Hälfte von denen. Ach, das ist ja super. Ich gehöre sehr wohl zur Stärkeren in Team Plasma. Nur damit, dass du Bescheid weißt. Dann gib dein Bestes, mein Lieber. Enttäusch mich bloß nicht, ob du wirklich so stark bist. So, Ranghieb. Und wir sind schneller als das Kognada. Oh mein Gott, das ist jetzt verwirrt. Scheiße. Na komm. So. Knirscher. So, dann wollen wir mal Ganoville jetzt mal rausholen. Ich weiß jetzt, dass jetzt Egel sammeln. Ach du Scheiße. Ja, wieder mal die ganze Einschlafmethode, ha?
Hä? Ich habe 11 Aufwecker, du Arsch. Was mache ich denn da? Such mal meine Gewissheit. Ach. Gut, dass du nicht verletzt hast, dich selbst. Super. Gut, Ganoville. Gutes Krokodil. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Zurück, Hex. Kampf und Unlicht. Navitaub. Dein Auftritt. So, Windschnitt und Zurückhex. Überlebt es. Ah, oh mein Gott, Navitaub. Kill es. Ach, verdammt, das hat dich gekillt. Ah, Mann. Und da ist schon, geht schon ein erstes Pokémon flöten. So. So, Terry Park, jetzt bist du dran. Ich muss jetzt ein bisschen mehr leveln. Mit diesem Team kann ich ja unmöglich gewinnen. Oh mein Gott. Und jetzt bist du. Super, Terry Park. Ich wusste, ich konnte auf dich zählen. Lang lebe Team Plasma! Naja, leider hat's verloren. Die Pokémon, die mit den Menschen kooperieren, machen nach außen hin zwar einen vergnügten Eindruck, doch in Wahrheit leiden sie. Daran besteht für mich kein Zweifel. Wir werden jetzt ein bisschen länger den Part drehen, so wie es aussieht. Für heute. Dann ist also mehr angesagt. So, Nagelotz kriegt jetzt eine Heilung. Und Navitar bekommt jetzt mal eine Sonderbehandlung. Beleber und Hypertrank. Ich gehöre definitiv zu einer stärkeren Team Plasma, nur damit du Bescheid weißt. Ja, warum müssen die mir ausgerechnet mir sagen, wie stark du bist? Das interessiert mich einen Dreck. Ihr seid nichts weiter als nur Waschlappen wie Team Rocket. Naja, Team Rocket ist besser als ihr Team Plasma Schlaffis. Und Team Skull war ja auch eher ein Team Rocket Ripoff. Obwohl ich Team Skull auch gerne mochte in Pokémon Sonne und Mond. Nichts für ungut. Aber in Ultrasonne und Ultramond, Team Rainbow Rocket war die beste Organisation, finde ich. Ist wie eine Wiederbelebung von Team Rocket. Zum dritten Mal. Boah, schade, dass wir nicht den Pokémon Schwert und Schild mehr von Team Rainbow Rocket in der 8. Generation was hören. Aber ich bin mal gespannt, ob dann die 3. Generation kommt, eine 9. Generation geben wird. Das steht noch in den Sternen. Aber bis jetzt, wird jetzt wahrscheinlich Game Freak jetzt mal ein Jahr pausieren, damit sie dann endlich mal neue Ideen haben für eine weitere Region. Vielleicht wieder mal eine europäische Region. Ich weiß, die Galar-Region ist ja basiert an England oder Großbritannien. Und was könnt ihr jetzt noch bauen? Vielleicht mal Spanien oder mal Frankreich haben die schon bereits. Spanien könnt ihr ruhig machen. Das wäre super. Gerade als wir uns in der Nacht vor dem Container versammelt hatten, um all die gestohlenen Pokémon zusammen zu verschaffen, hat uns Team Turner die Nervensäge entdeckt und die Aktion ein Ende gesetzt. Naja. Ich habe noch 2 Stück übrig.
Auf meine eigene Weise gehöre ich zu den Stärkeren im Team Plasma. Nur damit du Bescheid weißt. Boah. Immer dieselben Texte haben diese Kerle. Was ist denn da so falsch mit denen? Aber mit Mystery Dungeon Retter Team DX ist noch eine Frage der Zeit. Aber ich glaube, ich werde das dann später let's playen. Aber mal schauen. Ich werde jetzt mal als erstes mal nachschauen. Denn bis wir dann das Let's Play dann zu Ende haben mit Pokémon Schwarze Edition, dauert es noch eine weitere Zeit. Es kann auch sein, dass ich dann mit einem ROM-Hack dann ein Let's Play rauspacke. Aber es wird erst viel später sein, glaube ich. Ich weiß, es gibt auch Pokémon Schwarze Edition 2, das will ich auch noch LP'en. Ich weiß, es ist dieselbe Sache, dieselbe Region, aber ich will natürlich 2 oder 3 Jahre nach den Ereignissen von Team Plasma mit Gatesys, die man fast die Herrschaft von Einal ergreifen konnte. Das Interessante ist an die Protagonisten, Leute. Die zwei heißen, der weibliche Protagonist und der männliche Protagonist heißen in Wirklichkeit Hilbert und die weibliche heißt Hilda. Damit haben wir nicht gerechnet. Das war das erste Mal, dass jetzt, ich glaube nein, das ist jetzt schon das zweite oder dritte Mal, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht, in Pokémon, in der ersten Generation hat, ich wollte noch kurz reden, in der ersten Generation hieß der Protagonist Rot und der andere Blau, im Japanischen hieß er Grün. Und in der zweiten Generation gab es dann den Trainer Gold und Silber. Silber ist natürlich der rothaarige Kerl. Und den, ich weiß nicht, in, dann kam dann plötzlich dann die Namen dann in der dritten Generation mit Brandon und Maike oder Briggs und Maike. Und dann kam dann Lucia und Lukas in der vierten Generation, dann der fünfte Generation Hilda und Hilbert. Ja, und dann kam es dann immer wieder weiter mit normalen Menschennamen. Interessant. Seit der dritten Generation jetzt nur. Ich weiß, in der vierten Generation in HeartGold zu Silver haben die schon die Protagonisten in Johto jetzt schon einen echten Namen, wie Ethan und Lyra. Ich weiß, wie der männliche heißt, weiß ich nicht mehr. Aber was soll's. Ich gehöre durchaus zu den Stärkeren im Team Plasma, nur damit du es Bescheid weißt. Oh Mann, immer wieder dieselben Text. Jeder hat dieselben Text, habt ihr nichts anderes im Kopf gehabt, Game Freak? Naja, keine Kritikpunkt war das schon. Nichts für ungut. Aber ich glaube, Vegeta wird wahrscheinlich eine große Rolle spielen hier in der Arena. Mit Turner, weil er hat Boden... Typ und wir sind jetzt im Vorteil mit Vegeta. Also muss ich Vegeta dann auf Level 30 oder Level 34 jetzt mal hochleveln. Und so einfach wird es aber auch nicht mehr werden. Guck mal da. Komm, jetzt bloß ich... Leck mich. Eieiei. Ausgerechnet jetzt, ne? Ausgerechnet jetzt musst du verrecken. Mit Vegeta. Vegeta. Nun. Am Stoß. So, damit haben wir jetzt alles erledigt, glaube ich mal zumindest. So wie ich vor Kälte zittere, war an sie einen Sieg irgendwie nicht zu denken. Und da ist Turner mit ein paar Leute. Sieh einer an. Da habt ihr euch aber ein kühles Örtchen als Versteck ausgesucht. Also dann, Männer, schnappt euch diese Pokémon-Diebe. Alles klar.
kraftlos auf. Puh. Respekt, ihr seid ja gar nicht so mal so schlecht. Also gut, versprochen ist versprochen. Kommt in meine Arena und stellt euch dort der Herausforderung. Ich habe für die Ziele von Team Plasma überhaupt kein Verständnis. Was für eine Schnapsidee, den Menschen und die Pokémon voreinander zu trennen. Das lief im Grunde darauf hinaus, dass die Pokémon für uns auf dieser Welt nicht mehr existieren würden. Was sind diese Kerle von Team Plasma nur für ein lästiger, bondierter Haufen? Komm, Red, lass uns... Hier ist es so kalt, lass uns lieber nach draußen gehen. Und wie? Mit solchen schmalen Klamotten können wir auch nicht überleben. Ewiges Eis. Das verstärkt natürlich die Eisattacken. Leider gibt es keine wilden Pokémon, das ist mal interessant. Na gut. Hä? Okay. So. Jetzt gehen wir mal schnell mal raus und heilen wir unsere Pokémon. Im nächsten Part geht es dann direkt zur Arena. Da werden wir jetzt aber... Ich werde jetzt mal schön mal fleißig mal trainieren gehen und zwar offscreen. Wenn ihr mich kurz entschuldigt. Also, im nächsten Part von Pokémon Schwarze Edition geht es dann los gegen den Arenaleiter Turner, indem wir unseren 5. Arena-Orden jetzt nun in der Einhalt-Region holen. Also, falls es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben noch nicht zu vergessen. Und bleibt dran im nächsten Part. Dann geht es dann direkt dann mal bald mal weiter. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Red Pokétendo. Ciao.